Derp, derpity, derp, 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 derp. Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Der Eismann, Bottas und... Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Es scheint, als hätten Sie eine tolle Qualifying-Session gehabt. Es muss eine Erleichterung sein, sich so weit an der Spitze wiederzufinden. Was denken Sie, wie sich dieses Ergebnis für dieses Team anfühlt? Danke für den Kommentar. Wir sind zurück in Le Castellet für eine weitere Runde der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Renault gewann hier ihren ersten großen Preis von Frankreich beim Einweihungsrennen im Jahr 1906, mussten dann aber sage und schreibe 73 Jahre auf ihren zweiten Erfolg warten. Sie werden sich heute mit Sicherheit ins Zeug legen, um den Fans hier wieder Grund zum Feiern zu geben. 6 Links- und 9 Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometern zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 km/h liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden, da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometern. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Vielleicht sollten wir uns zum Einstieg bei Max Verstappen. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen.
Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Der Eismann startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Leclerc, Sebastian Vettel und Perez. Stroll, Albon, Kvyat und Daniel Ricciardo. Sainz, Norris, Pierre Gasly und Ocon. Verstappen, Grosjean, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Magnussen, Aitken, Russell und Nicolas Latifi. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für Sie fahren. Thank you.
fällt zurück. Eine Lücke bildet sich.
zum Teamkollegen beträgt 36,0 Sekunden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Schnellste Runde des Rennens gefahren. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Heute spannende Duelle hier auf dem Paul Ricard Circuit erleben und es endet mit einem spektakulären Finale. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat haben? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können.
Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Eismann übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter auf. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie stehen an der Spitze der Meisterschaft. Sind Sie glücklich oder spüren Sie bereits den Druck? Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Das war dann alles.